versteckt. Aber für wie lange? Ein Problem nach dem anderen, Doktor. Warum ist nur ein Schatten unserer Wahrheit? Wir kämpfen gegen das, was uns alle verschlingen will. Ihre Bemühungen. Okay. Zwei Trefferpunkte wiederhergestellt, das klingt schon mal gut. Also wie schon bei den Chosen auch hier jetzt wieder eine kleine Arena. Shadow bekommt hier zum Start leider keine neue Verborgenheit. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Das ist jetzt alles hier Shadow. Phoenix hat was abgekriegt. Das war's. Der Rest hat nichts abgekriegt. Doc, es wäre nett, wenn du... Ich würde sagen, Shadow hat es am nötigsten. Medizinischer Modus. Eine Heilung verpasst. Geh mal Phoenix trotzdem auch einen mit. Na komm. Nee. Warten wir erstmal nochmal eine Runde. Jetzt komme ich. Ich möchte doch nicht so im Offenen stehen lassen. Okay. Bestätigt. Bestätigt. Überwachung läuft. Wechsle Position. Gehen wir mal über links. Sie sind unser größter Gegner. Sie sind unser Avatar. Sie können unsere Armee sturmführen. Um die Welt zu retten, können sie zu uns zurück. Verdammt. Auch wenn ich die von der Kreatur vorgeschlagenen Möglichkeiten faszinierend finde, glaube ich, dass der Punkt für rationale Gespräche überschritten ist. Wir sind nicht zum Reden hier. Ja. Machen Sie es fertig. Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert, aber ermüdend. Es ist an der Zeit, dem vorherbestimmten Pfad zu folgen, Commander. Kehren Sie zu uns zurück. Ach Gott, der Sprecher fängt jetzt auch noch an zu nerven. Wirklich. Und so kann es wieder. Von da aus genug Reichweite haben? Die Sache ist nur, wenn wir von da aus genug Reichweite haben, haben die das auch, ne? Risiko? Uff. Hammerhart. Nee, darf nicht? Ah, da darf ich. Ja, die anderen Archon ist auch erwischt, darauf habe ich gebaut. Und, ja, ich meine, riskieren wir den Schuss. 51%? Verdammt. Feind steht noch. Okay. Mit Stormwalker werden wir jetzt noch keine brauchbare Position kriegen. Wenn wir hier weiter vorziehen, ist die Frage, ob wir noch jemanden aufdecken. Blöd. Ziehen wir ihn erstmal nach hier. Und machen wir einen Pistolenfeuerschutz. Das ist zwar nicht so das Allersinnvollste bei ihm, aber besser als gar nichts. Schon unterwegs. Ich möchte zumindest einen von denen noch ausschalten jetzt. Ich riskiere hier mal eine Abschusszone. Todeszone bestätigt. Ah, okay. Da sind Tore, wo noch welche reinkommen. Drei Gesichtslose. Okay. Damit kann ich leben, die müssen erstmal an uns rankommen. Die haben ein bisschen Weg vor sich. Es sind drei Avatare hier. Das wird lustig.
Nein, nein, nicht gut. Kann es nicht bekämpfen. Der hätte jetzt natürlich nicht daneben gehen dürfen. Ich muss meinen Fokus finden. Oh Mann, die Schüsse sind so wichtig und dann so Mist. Was kommt da jetzt? Oh, Chrysaliden. Igitti, fui. Es hört nicht auf! Es hört nicht auf! Ah. Reicht das? Ja, das reicht. Müsste eigentlich. Ja, das müsste eigentlich. Beide reichen. Angriff schnellt hervor. Nein, nein, oh nein! Ernsthaft? Dürfen wir? Ich hoffe, wir dürfen. Wechsel Position. Gedankenkontrolle verloren, weil wir die Inspiration, also dieses Inspirationsfeld hier um ihn drumherum gelegt haben und es damit gebrochen haben. Jetzt ist für mich die Frage, darf er? Ja, er darf. Oh, Gott sei Dank. Das heißt, wir können jetzt auch den da noch, ohne dass wir einen von unseren Leuten erwischen. Und dann darf er sich sogar noch mal bewegen. Aber auf den kann er jetzt nur noch feuern. Durch die Wand? Und dann noch 40%? Das muss mir das Spiel mal erklären. Den Volt, aber den können wir machen. Das ist okay. Es ist ein sicherer. Der Avatar teleportiert sich auch. Nachladen bitte. Nachgeladen. 92%. Ja, why not? Feuer. Oh, ja. Oh, ruft Streifen, Mensch. Nur ein Streifschuss. Den Teleport fand ich jetzt ganz uncool. Locken wir doch eher mal nochmal wieder zu uns zurück. Würde ich sagen. Und los geht's! Das ist der zweite Avatar. Ernsthaft? Danke. Jetzt wird es langsam wirklich richtig hässlich. Lernen zielen. Gut, aus der Entfernung mit dem Kaliber. Den kann ich nur halbwegs verstehen. Nicht gut.
Danke. Danke, Doc. Wie viele waren das jetzt? Ziemlich nah ran. Gedächtnis behalten die drei Jungs da. Mal beide mit einem Zug erwischen. Wenn es, ich sag mal, vom Schaden her nicht der Riesenburner ist, den wir damit verursachen. Vielleicht auch gegen die rankommenden einen sinnvollen Zug gegeben. Mehrere Ziele ausgeschaltet. Aber das ist okay. Was soll man das hier riskieren? Wechsle Position. Na, wohin teleportierst du dich? Kommst du irgendwo, wo wir dich sehen, hin? Zumindest Baroness nicht, aber die kann jetzt hier sich aufstellen für die Chrysaliden. Und wen haben wir noch? Ein Doc noch. 65% ist jetzt nicht so der Riesenerfolg. Von da aus besser wird, ist die Frage. Wenn nur minimal. Nochmal testen. Genug gewartet. Wir brauchen jeden Schaden, den wir kriegen können. Bitte, bitte treff. Ah, die Scheißrüstung. Abgeprallt! Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Okay. Ciao. Ja, ich war mal wieder voreilig. Da kommt Shadow doch noch dran. Jetzt heißt es aber Ciao für Avatar Nummer Uno. Okay. Ziel eliminiert. Unerbittlich. Ich würde sagen, wir ziehen ihn bisschen wieder zurück. Roger. Stormwalker, was macht Stormwalker? Boah. Ich würde sagen nach hier. Und erstmal ich Feuerschutz. Wachsam bleiben. Und der Avatar, damit wir nicht so nah beieinander hocken, macht das von hier und damit er Aussicht nach da hat. Feuerschutz. Und die Chrysaliden ran. Ein Feuerschutz. Reicht aber nicht. Wegen der Panzerung. Wegen der Panzerung. Daneben. Das war allein meine Schuld. Ja, das sag mal laut. Nein, 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 nein. Bin unter Beschuss. Ein paar. Was habt ihr denn da so an... Oh, das klingt doch... Das klingt doch nett. Sonst noch eine interessante Option? Ich würde sagen, das klingt nett. Macht zwar nur 3 bis 5 Schaden, aber es nimmt ihm seinen
seine Sprengmunition weg. Und macht auch der Viper nochmal Schaden mit. Du noch nicht. Stormwalker. Ah, wir kriegen nicht alle drei rein. Das ist doof. Deswegen nehmen wir das erste Mal noch nicht. Wir werfen mal eine Granate auf die drei Jungs da drüben. Zerstört. Schade. Aber ey, letzte Mission. Halt die Frage, was hier an Beute drin liegt. So lange her, dass ich die gespielt habe. Weiß es gar nicht mehr. Entdeckt die wieder mit euch neu, sozusagen. Die reicht nicht von der Reichweite her. Kriege ich beide? Ist nur die Frage, kriege ich dann noch einen von uns? Nö. Wie kriege ich denn Gedankenkontrolle? Chrysaliden? Man kann Chrysaliden kontrollieren? WTF. Okay, hätte ich jetzt nicht vermutet. Wir laden erstmal nach. Schuss auf den Avatar, den nehmen wir. Oh, schön kritisch. Wohin gehst du? Das war eine der eher schlechteren Positionen. Aber geht noch. Ist noch weit genug in der Richtung, um hier nicht zu flankieren. Ich glaube nicht, dass uns Geist hier genug Freiraum gibt, um weit genug nach hinten zu kommen für den. Shadow hat, glaube ich, kleinen Klingensturm. Ist aber unantastbar nach einem Kill. Volles Risiko? Hol mich. Feind neutralisiert. Begebe mich zum Ziel. So, Stormwalker jetzt und der Commander. Oder versuchen wir den Chrysaliden tatsächlich mal zu kontrollieren? Würde ich natürlich lassen. Na komm, probieren wir es. Genauso schlecht wie jeder andere Move. So. Blöde ist, da oben steht noch einer. Ansonsten ist das ein ziemlich cooler Move. Wir könnten natürlich auch noch geisten. Aber von da aus macht das, glaube ich, auch eher weniger Sinn. Volles Risiko? Ich meine, ein Avatar muss noch kommen, ne? Man wollte auf den Avatar oder auf die Viper. Müsste der da nicht dann überspringen auf den Mech? Ja, ich glaube, die steht nicht nahe noch dran.
Nö. Also Option. Ionensturm. Und hoffen, dass der für den Mech reicht. Dann vielleicht noch ein Parieren gegen den von oben. Wer weiß. Oder wir könnten halt den Avatar wollten. Du kannst meinem Zeichen nicht entkommen. Viel Verstärkung, die er damit bringt. Das dürfte eigentlich nicht klappen, oder? Das nenne ich jetzt mal extrem viel Glück gehabt. Mal gucken, was die Viper noch treibt. Ja, ich hab's geahnt. Meine Position Scheiß war nur momentan, blieb mir die Luft weg. Okay. Das Feuer ist unaufhaltsam. Ich kann die Flamme nicht ersticken. Okay, wie stehen sie? Avatar steht da, schwerer Mech steht da. Wir könnten die beiden erwischen. Wir könnten die beiden erwischen. Wir könnten... Da ist allerdings dann jemand im Weg, den ich dann nicht im Weg gerne hätte. Das machen wir so. Ach, ich hätte ihn erstmal bewegen sollen. Oh Mann. Leute, ich bin heute echt unaufmerksam. Oh. Oh. Daneben, verdammt. Fehlschuss! Na gut, ist der Avatar. Ich denke mal, die werden immun gegen Gedankenkontrolle sein. Aber nicht gegen Klingen. ciao. Zweiter Avatar down. Neutralisiert. Verstanden, bin unterwegs. Okay. Weiß nicht, ob das reicht, um an... Doch, es reicht. Was machen wir? Ein gerechter Hieb. Eigentlich. Der Schuss ging nicht durch. Genau, das Umschlingen auflesen. Dann setzen wir hier ein Parieren an. Dann. Den schweren Mech. Würde ich sagen. Weg mit. Sehr schön. Ziel eliminiert. Bonusaktion. Sehr geil. Dann nachladen. Waffe geladen. Dann probieren wir doch gleich nochmal mit 87% die Viper, obwohl mit 87% echt. Mal gucken, wie wir noch haben. Dann machen wir das doch eher so.
schon auslösen mit dem Chrysalin? Ach komm. Macht ansonsten keinen Spaß, wenn die nicht zu uns kommen. Wie jetzt? Okay. Okay. Muss nachladen. Würde ich sagen, zieht Doc erstmal eine bessere Position. Ist zum Glück immun gegen das Gift. Und jetzt ist die Frage, wie stark sind unsere Leute verletzt? Phoenix könnte auch Schutz gebrauchen. Machen wir mal was wir selten gesehen haben. Und geben Phoenix mal ein Hilfsprotokoll, weil ich da jetzt so geschnarcht habe und vergessen habe, ihn zu ziehen. Hoffentlich hilft's. 40 Verteidigung ist ja schon mal ordentlich, was? 49% auf diesen Mutanten. Ich riskiere mal hier eine Schusszone. Oh, jetzt kommt von da unten noch verstärkt. Ernsthaft? Ernsthaft? Ihr wollt mich doch verarschen. Nicht gut. Sie konzentrieren ihr Feuer auf mich. So viel zu dem Hilfsprotokoll. Das sieht hässlich aus. Alles, was auf den Chrysaliden geht, geht nicht auf uns. Alles, was in die Abschusszone rauscht, wird erschossen. Oder zumindest fast. Oder halb. Ach so. Wir müssen uns jetzt eigentlich nur noch auf den Avatar konzentrieren. Also Shift nach rechts, aber wir müssen Phoenix noch befreien vorher. Ernsthaft? Au. Jetzt haben wir Probleme? Viele Probleme? Jeder, der sagt jetzt erst, hat recht. Hatte der nicht die... Ah ne, der hat die Kitzelweste. Ich dachte, der hatte den Gefahrenanzug, aber den hat dann Doc. Ach ja. Richtig. Und... Ah, scheiße, jetzt schon wieder vergessen, dass Stonewalker da mit dabei steht. Ja, ne? Ist das doof. Doc kriegen wir da allerdings noch aus dem Weg. Wie viele kriegen wir dann? So kriegen wir nur ihn da oben. Kriegen wir zwei... Also Doc muss erstmal noch aus dem Weg. Wäre sowieso noch gekommen. Beim letzten Mal nicht nachgeladen, ne? Natürlich jetzt auch scheiße. Die Frage ist, warum darf sie nicht nachladen? Legen wir endlich los! Ach, sie brennt! Shit! Deswegen darf sie nicht nachladen.
Irgendjemand, der es wirklich notwendig hat? Nicht wirklich, außer halt, um das Brennen zu beenden. Oder nehmen wir lieber die Deckung. Dann nehmen wir dann lieber die Deckung für. Herrschung hat leider Maximum. Das wäre noch eine Möglichkeit. Befehl bestätigt. Mal hoffen, dass die da hinten nicht in eine Richtung kommen. Inspirieren Stormwalker. Wir werden obsiegen. Wir ziehen Stormwalker da weg. Aber es sieht mir nicht so aus, als ob wir ihn wirklich weit genug wegkommen. Schlecht. Schlecht. Ich hoffe mal auf die Stelle. Ja, ja, ich denke. Ach komm schon, hör auf zu zittern. Bin ich versehentlich Stormwalker damit drin haben. Dankeschön. Wieso? Spiel! Jetzt! Danke! Nehme ich doch. Mit dem Berserker. Und weg mit dem schweren Mech, auch wenn, obwohl, wenn er killt, hat er ja noch eine Bewegung. Unerbittlich ziehen wir mal nach da. Das ist ein bisschen arg gefährlich, ne? Befehl bestätigt. Mal nach da. Ihr wollt mich doch verarschen. Ernst. Du musst sterben. Jetzt, sofort. Fall tot um. Mein Gott. Oh. Ah. Er hat sich durch die Icarus-Rüstung erschreckt. Habe ich nicht mehr gekriegt. Scheiße. Der Avatar muss sterben, aber schnell. Meine Macht stößt an ihre Grenzen. Das war jetzt ein Riesenglück. Nein! Nur, weil vergiftet wahrscheinlich.
nachladen. Rock'n'Roll! Und jetzt kommt mal eine Genesung. Nebel los! Auch wenn es bei den meisten nicht viel bringt, aber besser als nix. Und hier wird es die Vergiftung heilen. Oder sollte es zumindest. Uns desorientiert. Ah, sehr gut, sehr gut. Oh, Shadow kommt nicht ganz genau nah genug dran. Nah genug dran kommt, wenn er hier mit dem Geistanzug durchrennt. Wir haben noch zwei Aufladungen, ich teste es einfach. Natürlich nicht, war ja klar. Im Sinne von Jugend forscht, war es aber mal interessant zu wissen. Haken raus! Dann halt so. Hätte ich auch gleich drauf kommen können. Naja. Besser spät als nie. Echt jetzt? Ich hasse dieses Spiel manchmal. Möchtest du wissen, was diese Zonen machen und warum hat jetzt das Feld da wieder gewechselt? Ich habe meine Maus nicht bewegt. Es gab mir einen Fokus. Aha. Okay. Ich hatte meine Maus jetzt nicht bewegt. Und es hat es nochmal verrutscht. Warum auch immer. Ja, machen wir das so. Das hat nämlich anders vor. Na gut zu wissen, die Felder geben anscheinend Fokus. Einen Schuss auf den Avatar kriegen. Wo steht er? Da. Gehen wir mal nach hier. Geht's volles Risiko. Geht's voll auf den Avatar los. Hä? Habe ich mich jetzt gerade so verguckt? Ich dachte, da stand Avatar. Irgendwas ist mit mir heute nicht in Ordnung. Was für eine Chance haben wir auf den Da haben wir 100. Da haben wir 98. Wir haben nur noch einen Schuss. Das würde ein kostenloses Nachladen verbrauchen. Probier nur. Probiere ich jetzt einfach. Der hier? Eine weitere Kerbe für mich. 100%. Hallo? Jedes Minimum Schaden, wo es ausgeteilt werden kann, ne? Das Spiel hasst mich, ich sag's euch. Es hasst mich einfach. Das reicht nicht von der Reichweite her. Zielposition vor. Ich habe keine brauchbaren Fähigkeiten frei. Außer Basis und sieht auch nichts. Ja, toll. Biete Feuerschutz. Jetzt kommt schon wieder was Neues.
Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Komm schon. Warum hat er nicht auf irgendwas Tolles geschossen? Ich muss jetzt wirklich volles Risiko auf den Avatar gehen. Es wird eine verdammt enge Nummer jetzt. Das ist ungut. Was ist da? Verdammt! Nichts! Da ist nichts! Dankeschön. Wenigstens ein, was funktioniert. Und der unterdrückt da. Die Frage ist jetzt, was wir da jetzt treiben. Was ist da hinten? Das ist doch eigentlich... Ja, wir probieren mal Folgendes. Es ist zwar risikoreich, aber wir werden auf jeden Fall das eine Speerfeuer da jetzt aussetzen und die beiden Chrysaliden killen. Das ist das zweite Speerfeuer. Hallo, würdest du bitte auslösen? Hallo, Spiel! Sag mal! Danke! Eine Verarschung, ey. Alle Diener der Ältesten wird dasselbe Schicksal ereilen. Sagen, dann reißen wir den Archon von hier aus. Den zu reißen, finde ich risikoreich. Diese Welt gehört uns. In seiner bekifften Nahkampffähigkeit. Vielleicht. Ne, es reicht, finde ich, von der Reichweite her, ne? Weil er da oben steht. Schade. Aber so machen wir es auf jeden Fall. Zwar Risiko. Das war nur ein Rüstungstreffer. So, wohin geht der Avatar jetzt? Damit kann ich doch durchaus leben. Frage, was macht mehr Schaden? Nicht Baroness. Nicht den Chrysalid. Das macht 9 bis 10, das macht 8 bis 11. Wir nehmen den höheren Minimumschaden, würde ich sagen. Die Chance auf den Crit. Ah, das war zu wenig Schaden. Mal Phoenix noch. Drück uns die Daumen, dass er in eine anständige Richtung verschwindet. Das muss wehtun. Bitte geh irgendwo hin, wo du in Docks Reichweite kommst. 8 plus 2 Rüstung, scheiße. Willkommen. Halt, Moment. Das ist ja... Oh, das ist ja Shadow. Leute, das ist Shadow.
Tue es, Shadow! Töte es! Ja! Neutralisiert. Ach, bitte sag mir, die fallen jetzt alle in sich zusammen. Bitte, 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 bitte. Ja! Ältesten das Psionik-Netz nicht mehr stabilisieren, geht alles den Bach runter. Das Tor hält nicht mehr lange. Ihr habt sie gehört! Los! Shen, sagen Sie mir, dass Sie einen Plan B haben. Gut gemacht. Es war nicht mein Verdienst. Das sollte doch gar nicht möglich sein. Außer... Commander, was immer Sie tun, es funktioniert. Heben Sie nur genug Saft für Ihre eigene Heimreise auf. Alles okay? Wir verlieren den Kontakt. Was zur Hölle passiert hier, Doktor? Die Ältesten. Sie überlagern die Verbindung. Hüllen das Bewusstsein des Commanders ein. Dann trennen Sie die Verbindung. Aber dann riskieren wir eine totale Überladung. Was ich geben wollte, Sie werden wieder ganz sein. Nein! Prepared. Werte stabilisieren sich. Synapsenaktivität fast wieder auf normalem Niveau. Es macht ein transdimensionales Psionik-Netz weniger. Einsatz erfolgreich, Commander. Hier ist das Befreiungsnetzwerk. Wir senden auf allen Frequenzen. Advent zieht sich überall großflächig zurück. Weiterhin schwere Gefechte in den Stadtzentren, während sich die Essen-Truppen neu sammeln. Wir werden hier von der Flüchtlingswelle fast erdrückt, während die Menschen aus den von Advent kontrollierten Stadtzentren fliehen. Die Ausgangssperre bleibt bestehen. Derweil bekämpft die Verwaltung die aktuelle Krise. An alle in den besetzten Zonen, bleiben Sie standhaft und kämpfen Sie weiter. Wir versprechen Ihnen baldige Hilfe. Another Terror from the Deep. Und jetzt? Wir kehren endlich aus der Kälte heim. Da hinten ist warm. Stimmt. Willkommen zu Hause.
zusammen. Die Zeit drängt. Wir haben nur einen Kampf gewonnen. Jetzt startet der echte Krieg. Oha. Ja, das kannte ich noch nicht. Bin mal gespannt, wie es im dritten Teil weitergeht, weil es gibt schon das ein oder andere Rumoren, dass die Verantwortlichen schon wieder dabei sind, neue Teams zusammenzustellen. Also von daher, mal gucken, wie lang es noch dauert. Jetzt erstmal schauen, wir haben es geschafft. 49 Einsätze gewonnen. Damit haben wir weniger Einsätze gebraucht als der Rest der Welt mit 57 im Schnitt. Von daher 0 verloren, 8 makellos. Gut, da bin ich dann ein bisschen dahinter geblieben. Aber generell finde ich die Statistik gar nicht mal so schlecht. Wobei ich sagen muss, 5 Runden auf dem Einsatztimer übrig, das ist ganz schön viel. Für alle Missionen so. Tötet der Auserwählte. Okay. Also könnt ihr euch gerne mal in der Pause anschauen, wie wir so in diesem Jahr XCOM das Ganze hier hinbekommen haben. Ja. Alles klar. Von daher, wir haben es geschafft. XCOM 2. War of the Chosen, standardmäßig Veteranenstatus, also Schwierigkeit, einmal durchgerauscht, mit wenigen Verlusten, auch wenn zum Schluss noch eine wichtige Person durch meine Unachtsamkeit gestorben ist. Friedi, tut mir leid, Mann, ich konnte dich leider in dem Moment nicht mehr beschützen vor meiner eigenen Bescheuertheit. Naja, ich lasse das Ganze noch mal ein kleines bisschen rauschen. Wie schon vorher angesprochen, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne sehen möchtet, was ich mit XCOM 2 vielleicht machen soll oder mit anderen Spielen, schreibt mir. Schreibt mir einfach in den Kommentaren, sagt mir, was ich hier in der Serie gut gemacht habe, sagt mir, was man, ich sag mal, konstruktiv bitte, nicht bashing, also konstruktiv, was man eventuell anders machen könnte. Ob sich's umsetzen lässt, können wir dann gerne miteinander ausquatschen. Ich gehe auf jeden Fall auf alles ein, verspreche ich euch. Und jetzt würde ich sagen, habt ein wunderschönes Jahr, 2020 noch. Ich meine, es ist schon wieder ein paar Tage her, dass es angefangen hat. Ich habe euch ein kleines bisschen zappeln lassen mit dem Ende der Serie hier und habt noch einen schönen Sonntag und wo ihr noch immer dieses Video gesehen habt, wünsche ich euch natürlich super viel Spaß im restlichen Tag und jetzt sage ich aber Ciao!